die Wuppertalsperre. Unsere Tauchheimat im Bergischen hat zweifelsfrei viele Gesichter. Und will man die spannendsten sehen, muss man unter Wasser gehen. Und das geht so. Wir sind schon mittendrin. Und kaum ist der Kopf unter Wasser, da zuckt bereits ein Schatten in einer dunklen Fuge der Einstiegsmauer. Ein prächtiger Aal verteidigt sein Revier mit Drohgesten. Und schon entdeckt, an der linken unteren Kiemenflanke hat sich ein Mini-Mini-Barsch angeheftet. Eine Mauernische weiter wartet dieser prächtige Bursche auf seinen Auftritt. Etwas weiter am Felsen treffen wir einen alten Bekannten. Die Wiedersehensfreude ist groß. Dieser Hecht führt uns in die mulmigeren Wuppertiefen. Doch auch hier glänzt sein Fell im Lampenlicht. Ein sehr anhängliches Tier. Und auch im Freiwasser zeigt dieser Torpedoräuber keine Fluchtreflexe. Am Viadukt der historischen Steinbogenbrücke angekommen, interessieren uns heute nicht vorrangig die Bauwerksreste und Ruinen, Relikte und dunkle Tunnel und der Schrott aus fast vergessenen Zeiten, sondern die Bewohner dieser historischen Areale. So wie dieser Lauerhecht. Geschickt
nutzt er die herumliegenden Geländerstreben, um sich an seine Beute heranzupirschen. Doch plötzlich bricht er seinen Angriff ab und legt den Rückwärtsgang ein. Verständlich, dieser Happen wäre wohl ein paar Nummern zu groß gewesen. Vom Leben gezeichnet, aber gelassen und agil, passt dieser Barsch gut zu den Tauchopas, die ihn hier beim Abhängen stören. Aber ein solch prächtiger Barschbrocken ist hier eben nur selten zu bestaunen. Ein paar Flossenmeter weiter ostwärts auf der alten Viaduktstraße werden wir von diesem jungen Zander angeschwommen. Freundlicherweise verschwindet er nicht sofort im Wuppernebel, sondern führt uns bei gemächlichem Tempo in seine Junggesellenbude im zweiten Viaduktbogen. Es geht immer weiter runter in den Mulm bis auf Grundniveau, wo es übel kachelt und das Ablesen der Instrumente kaum mehr möglich ist. Trotzdem erkennen wir bald, dass hier mehrere Wupperhaie patrouillieren. Wir harren regungslos am Grund aus und werden von den Zandern immer wieder und bald auch immer näher angeschwommen und taxiert. Dann erhöhen die Tiere plötzlich das Tempo und die Schlagzahl. Wir verstehen die Geste und tauchen langsam aus dem Tunnel und dann mit unseren Ausatemluftblasen zurück auf die Fahrstraße des Viadukts. Hier geht es scheinbar entspannter zu. Doch die Ruhe täuscht. Es ist Jagdzeit. Die Kleinfische suchen das Weite, um in Deckung zu gelangen, so wie hier an einem Spalt zwischen der seitlichen Eichenbrustwehr und den Viaduktmauern. Aber Vorsicht, dieser eisenbewehrte Brustwehr zwischen dem ersten und zweiten Viaduktbogen ist schon von einem unruhigen Räuber besetzt. Doch irgendwo an dieser historischen Steinbogenbrücke findet sich für jeden ein passender Mauerabsatz oder eine Nische zum Abhängen. Und dieser Flussbarsch liegt wohl schon eine ganze Weile auf der faulen Haut, so vermummt wie sein Fell aussieht. Wir folgen diesem Flossenfreund nicht zurück in die dunkleren Tiefen, sondern bleiben auf der Straße und tauchen mit dem Schwarm Richtung verschütteter Seite des Viaduktvorbogens. Hier treibt sich auf und in dem Gerümpel immer irgendwer herum.
so wie diese kleine halbstarken Barschgruppe. Ab und zu findet sich auch schon mal ein schüchterner Aal, wie hier unter einem Steinquader. Häufiger sind hier selbstbewusste Hechte auf Streifzug. Und ab und zu trifft man auf einen schläfrigen Wels unter einem der zahlreich umherliegenden Steinbrocken. Die Wels-Verwandtschaft, die sich hier in der Nähe in einem alten Straßenkanaleinlauf niedergelassen hat, ist da schon etwas agiler. Und dieser Auskenner weiß, wie man Taucher los wird. In den schon im Eintauchbereich vollkommen vermulmten Viaduktvorbogen, der zudem auf der anderen Seite verschüttet ist, folgen wir dem stattlichen Wels heute nicht. Wir tauchen in die nächsthöhere Etagenebene auf und statten den Barscholikern am Flaschenwagen einen kurzen Besuch ab. Aber wir kommen zu spät. Die meisten Flaschen sind schon leer. Wenige Flossenschläge später sind wir bereits wieder an der Einstiegsmauer. Und sind sehr überrascht, dass wir von diesen schon recht großen Wels erwartet werden. Ob dieses beeindruckende Tier nach Beute oder einem Schlafplatz sucht, wissen wir nicht. Jedenfalls verschwindet er bald in einer der Mauernischen. Dieser große Zander ist mit der markanten Verwachsung am Unterkiefer und den Draculazähnen gut zu identifizieren. Er wuppert schon seit mehreren Jahren mit uns durch die Klips und hat gelernt, dass ein gemächliches Anschwimmen genügt, um uns vorzudrängen. Wir machen mit. Schließlich soll er nächstes Jahr gerne wieder zu seiner Laichstelle kommen. Wir haben noch etwas Luft in der Flasche. Und so stellen wir uns im lichten Flachbereich noch ein wenig in die Wuppersonne und genießen die gemeinsame Zeit mit vielen anderen Sonnenanbetern. Es gibt so Wuppertage, da will man eigentlich gar nicht auftauchen und tut es dann irgendwann doch, aber keiner weiß so richtig, warum. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns am Teich.